Hallo, ich heiße Stavros Diamantakis und ich möchte Sie sehr gern einladen zu einem analogen Fotospaziergang. Heute reden wir über eine Kamera, die zwei Väter hat. Zwei Sigon und Voigtländer. An für sich nicht so üblich, dass zwei riesengroße Betriebe eine Kamera produzieren. Also es ist die Vitessa 500 SE Elektronik und die Kamera wurde gebaut von 1968 bis etwa 1970. Aber gehen wir mal zurück auf die Väter. Nach dem Zusammenschluss von fünf großen Firmen 1909 entstand die Firma Ica. Nach einer nächsten Fusion 1926 ist dann die Firma Zeiss Icon entstanden, eine weltweit bekannte Firma. Der zweite Vater war Voigtländer. Voigtländer, ursprünglich in Wien gegründet, übersiedelte 1846 nach Braunschweig, weil dort angeblich die besseren Bahnverbindungen gab. Auf jeden Fall jede Kamera, jede Fabrik für sich eigenständig und garant wie der weltweiten Erfolg Made in Germany. Beide Firmen haben ein sehr breites Fotoprogramm für Amateur und Profi. Bis die 60er, 70er, 80er Jahren kamen, wo die deutsche Industrie die größten Probleme hatte. Dazu gab es mehrere Gründe. Zuerst wurden Spiegelreflexkameras gebaut mit Zentralverschluss. Groß, schwer und teuer. Parallel dazu wurden eine Menge von wertvollen Objektiven gebaut, die keine Kompatibilität zu den anderen Kameras haben. Keine Kombinationsmöglichkeit mit den eigenen, firmeneigenen Produktionen. Und die Fotoindustrie produzierte Kameras und Objektive einfach planlos, ohne ein Ziel. Und die Kameras und die Objektive fanden keinen Absatz. Dazu muss einmal gesagt werden, dass die Fotoindustrie von lauter Überheblichkeit eine Händler feindliche Einstellung hatte. Innereuropäische Händler bekamen nicht die Geräte, die sie gern hätten zu verkaufen, weil vom Verkauf lebt man üblicherweise. Und sie waren auf die Suche nach Ausweichmöglichkeiten und diese Möglichkeiten fanden sie einfach in die asiatischen Länder. Höflich und lächelnd. Mirgistinge Kameras. Zuerst natürlich Kopien aus Deutschland, später eigene Entwicklungen eroberten die Asiaten den deutschen Markt. Etwa 1965 fingen eben die zwei genannten Firmen, Zeiss Icon und Voigtländer, einen gemeinsamen Vertrieb von den Erzeugnissen. Bis 1968, wo das erste Mal das Logo Voigtländer Zeiss Icon erscheint. 1969 hat Voigtländer die Produktion von Spiegelreflexkameras eingestellt und 1971 auch Zeiss Icon beendete überhaupt die Kameraproduktion. Inzwischen ist Voigtländer und Rolei im Besitz der niedersächsischen Landes. Dort beschließt der Stiftungsrat, dass über 1.900 Personen von 2.100 Mitarbeitern die Arbeit verlieren. Und währenddessen beherrschen die Japaner die Kunst der Modellpflege, der Weiterentwicklung und die Vergrößerung der Produktionskapazitäten. Natürlich blieben Proteste und Demonstrationen nicht aus und kein Wunder,
dass wieder mal Flugblätter und böse Randale stattfanden. Aber zurück zu dieser Kamera. Diese Zeiss-Ikon Voigtländer ist eine Kamera, eine Sondermodell in Palisander-Ausführung. Aus der Serie das goldene Programm. Die Kamera ist ein Kleinbildsucherkamera, Format 24x36. Die Optik ist logisch ein Carl Zeiss Tessar mit 42 mm Brennweite. Der Verschluss bietet ein 1/500. Blitzsynchronisiert und ein Blitzschuh. Selbstausleser und ein Schnellschalthebel komplettieren das Ganze. Hat einen Schieber für eine Belichtungskorrektur und das Sagenhafte ist der große helle Sucher mit alle getätigten Anzeigen. Interessant ist auch die versteckten Batterien. Die Kamera funktioniert mit 2 Knopfzellenbatterien. Eine sehr gute Kamera zu einem vernünftigen Preis. Die Kamera kostete damals 459 D-Mark. Also eine sehr gute Kamera, eine stabile Kamera, eine kompakte Kamera mit vielen Möglichkeiten für Amateur und zu einem vernünftigen Preis. Aber jetzt in eigene Sache. Ich bin bereit, von diesen vielen Kameras zu trennen. Ich werde älter und die Sammlung wird größer. Wenn Sie eine vernünftige Idee haben, eine gute Idee, melden Sie sich bei mir. Ich freue mich. Danke fürs Zuschauen und auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Video.